Shalom, shalom. Herzliche Grüße aus Uganda. Ich habe heute die wunderbare Aufgabe, die Jugend in der Schweiz, aber auch von den Staaten rundherum einzuladen, nach Brig zu kommen, zu einem Gebetswochenende vom Freitagabend, den 4. März, bis Sonntag, den 6. März 2022. Und zwar wird es ein Wochenende sein, wo der Heilige Geist weht und nicht auf die Denominationen schaut. Wir wollen ein Wochenende des Leibes Christi feiern, der Gott erhebt und darstellt und wo wir lernen, Helden und, des Alltags zu sein. Und zwar, unser Vorbild ist Jesus Christus. Ihr Lieben, meldet euch doch an, denn gerade in unserer Zeit brauchen wir Gebet mehr denn je. Und Gebet für mich ist innigste Kommunikation mit Gott selbst. Ja, Brig ist eine lebendige Stadt, ein alpiner Ort im Herzen der Oberwalliser Alpen. Und wird natürlich sehr lebendig sein, wenn die Kinder Gottes zusammenkommen und sich auf den Heiligen Geist verlassen, wie sie das Reich Gottes auf diese Erde herunterbringen können. Ja, das Thema wird sein Alltagshelden. Und im Richter 6,12 heißt es, der Herr sei mit dir, starker Held. Ihr Lieben, in unseren Zeiten braucht es Helden des Glaubens. Und zwar sind Helden solche, die hervorragen, die einfach sich nicht von den Umständen beeindrucken lassen, sondern die glauben, dass Gottes Pläne höher sind als die Umstände. Und so möchte ich euch sehr ermutigen, zu kommen zu diesem Wochenende. Ich weiß noch nicht, ob ich persönlich dort sein werde, ob die Umstände, die Reisebedingungen es erlauben werden, aber auf jeden Fall komme ich mit YouTubes und werde mit euch Reich Gottes feiern. Ja? Also, die Elemente für dieses Wochenende sind Erweckungsgebet, damit wir Schutz und Segen für unsere Nationen herabreißen können. Dann werden wir für die Jugend beten. Die Jugend in unserer Generation, die sehr herausgefordert sind jetzt mit diesen weltweiten Veränderungen. Es wird Lobpreis sein, Anbetung, das Abendmahl, Seelsorge, Gebetsdienst und vieles mehr. Und der Heilige Geist hat bestimmt viel Spannendes dir zu geben. Und wisst ihr, in unseren Tagen geht es nicht mehr um Religion. Es geht um eine lebendige Liebesbeziehung mit Gott. Und Gebet ist das innigste, intimste in einer Beziehung. Und das wollen wir wirklich von Herzen lernen und uns strecken lassen in dieser Kommunion, in dieser Kommunikation mit dem lebendigen Gott, der gerne dein Herz hört und auf dessen Herz du hören sollst. So lade ich dich einfach ein, mach dir Zeit. Ich will es noch einmal sagen, und zwar vom 4. März, das ist am Freitagabend, bis zum Sonntag, den 6. März. Und die Gemeinschaft der Loreto darf erneut zum jährlichen Gebetswochenende ins Pfarreizentrum und in die Herz-Jesu-Kirche von Brig. Und wir danken besonders dem Pfarrer Edi Arnold, dem Ortspfarrer, dass er Tür und Tor für diesen Anlass öffnet. Und eingeladen sind nicht bloß Katholiken, sondern alle, denen das Reich Gottes, der Glaube an Jesus Christus, die Einheit in seinem Leib ein Anliegen ist. Und so freue ich mich, wenn wir uns bald in der Schweiz begegnen, entweder über YouTube oder persönlich. Aber kommt, denn Gebet wird dein Leben so bereichern. Kommunikation ist das Beste in einer Liebesbeziehung. Und du darfst in eine Liebesbeziehung mit Gott kommen durch Gebet. Shalom, shalom.